Wer dieses Buch liest, wird erfahren, dass diese junge Generation in vielerlei Hinsicht sich sehr motivieren lässt, sich sehr engagieren möchte, dass aber diese junge Generation in einer ganz anderen Weise angesprochen werden muss, ganz anders verstanden sein will, als das die Älteren waren, nämlich nicht über Leistung, nicht über sozusagen die Wurst, ja, vor der Nase, ja, immer hochziehen, ja, sondern umgekehrt, ja, sie so nehmen, wie sie jetzt sind und sie in dem, was sie sind, motivieren. Das ist ein ganz zentraler Punkt, der aus all diesen Studien hervorgeht, dass sich sehr viele junge Erwachsene sozusagen missverstanden fühlen, dass sie sich nicht in dem erkannt fühlen, was sie sind, dass sie sich verkannt fühlen, gerade von den Vorgesetzten in den Unternehmen, in den Betrieben, gerade von den 40- bis 50-Jährigen. Also was mich persönlich besonders auch beeindruckt ist, dass gerade jüngere Erwachsene, die jetzt, sagen wir mal, gerade ein Bachelorstudium hinter sich gebracht haben und sich in einer Situation befinden, wo sie nicht ganz genau wissen, welche Richtung es jetzt für sie weitergeht, weil es auch so viele Möglichkeiten gibt, die schwer zu durchschauen sind, dass die immer ein unglaubliches Engagement mitbringen in dem, was sie tun. Also man könnte sagen, auf der einen Seite eine Schwierigkeit, sich zu orientieren. Das ist sozusagen die eine Seite der Münze, aber die andere Seite der Münze ist damit eine sehr große Offenheit und eine Bereitschaft, sich auf ganz unterschiedliche Dinge einzulassen und sich zwar ernsthaft einzulassen, nicht nur so ein Hopping, so oberflächlich. Und das finde ich sehr faszinierend.